Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes und das ist der Algeturm, den wir gebastelt haben. Guckt euch den mal an, wie weit hoch der geht. Das sind nämlich jetzt, das ist hier die ganz normale Alge-Limonade, die habe ich schon mal getestet auf dem Balkon. Und zu der gesellt sich jetzt natürlich Alge2Go, Wodka-Lime und Alge2Go, Spiced Rum-Cola. Hannes kennt das nicht, nee. Ich kenne es auch nicht. Pupsi hat das mitgebracht und das wollen wir jetzt mal probieren, diese ganz normale Alge-Limo nochmal zum Auffrischen, dann der Übergang zur Alkoholvariante mit Wodka-Lime und dann abklingen mit einem Spiced Rum. Da freut sich der Hannes total, das werden wir aber nicht einfach so machen, weil das so cool ist, dass wir sowas machen, müssen wir uns natürlich anpassen und haben dafür gesorgt, indem wir hier diese McDonald's Lipton-Brillen haben. Weil das so cool ist, muss man sich anpassen und das ist nicht cool genug. Also gibt es noch den McDonald's Lipton Buckethead, damit ich einfach gar nichts mehr erkenne oder sehe. Vor allem habe ich die andere Mütze noch drunter, aber ist egal. Das Schild lass mal. Ich fühle mich gerade wie Orange Cassidy. Das Schild lass mal extra dran, damit es so richtig dumm aussieht und dann passt das. Hannes, passt die Brille wie Arsch auf Eimer, habe ich gesagt. Das sieht aus wie hier der Opa da in der einen Werbung. Die immer, ich weiß nicht mehr, für was der Werbung macht. Der Edeka-Opa aus der Werbung. Keine Ahnung. Der immer so, school, yeah, bla, irgendwas gelabert hat. Cool. Fand ich auf jeden Fall irgendwie interessant. Kommen wir aber mal zum ganz normalen Produkt, beziehungsweise wir müssen das ja trotzdem irgendwie mal reinhalten für irgendwas. Schaffst du es, alle drei Dosen mal so hin vor dein, neben deinen Kopf, dass unsere Köpfe in der Mitte sind und die Dosen links und rechts daneben? So, das muss das Thumbnail sein, das muss schon so reichen. Ganz normales Alge-Getränk. Mach mal auf, füll mal ein ins das riecht schon. Ernesto-Glas. Nach einer Mette. Weil das Ernesto-Glas sehr edel aussieht und total toll ist. Da kommst du jetzt wieder auf deine schöne Minznote, glaube ich. Oder oh auch ja. Minz, jetzt rede ich hier von Minz, das ist... Das ist Limette. Limette ist das. Ja, Limette, aber irgendwie dachte ich, das hat... Es ist auf jeden Fall erfrischend, wunderbar. Limette. Jetzt haben wir zweimal schön dieses Limettenglas, Alge-Limette, ganz normal. Was gut riecht. Ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, dass mir das eigentlich recht gut geschmeckt hat, weil es auch sehr frisch und fruchtig und angenehm und natürlich rüberkommt. Nicht so extrem gesüßte Kacke da, die sie in die Dosen reinpressen. Das ist wirklich wie frisch gepresster Limettensaft mit Kohlensäure noch versetzt als Erfrischungsgetränk. Prost, Hannes. Prost. Schütz dir nahe einfach direkt und dann müssen wir weitermachen. Das war die Vorsuppe sozusagen. Und dann müssen wir eigentlich mit dem Hauptgang weitermachen. Wie hat sie jetzt geschmeckt? Ja, war, muss ich auch sagen, sehr erfrischend, auch nicht zu süß. Das ist wichtig, nicht zu süß. Und vor allem runtergegangen. Hat es wenigstens Zucker und ist keine Siro-Variante, damit man wieder Brechreiz bekommt. Das ist auch wichtig. Vergleich, normale Alge, die ich empfehlen kann, schön gekühlt, schmeckt die eigentlich richtig gut. Mit Alge2Go Wodka Lime. Müsste also vom Geschmack her so ähnlich sein wie das eben. Nur, dass da halt Wodka noch mit drin ist. Ich habe ja geschworen, dass ich nie wieder Wodka trinke nach der Bismarck-Aktion. Aber Hannes mag Wodka sehr gerne, deswegen füllen wir uns das mal ein. Und sehen jetzt schon dieser typische grüne Limettenfarb. Ding ist weg. Das sieht aus eher wie Sekt oder wie... Ja, jetzt hast du ein schönes Sektglas mit irgendeinem Perlwein drin, aber wo ist denn die grüne Limettenfarbe hin? Keine Ahnung. Hat der Wodka die rausgewaschen? Das Ding hat 10%, also 10 Promille, 10%. Müsste jetzt trotzdem nach Leim schmecken. Und halt, ja, Wodka-Leim, ich meine, gibt es auch trotzdem so zu kaufen überall. Irgendwelche billig Product-Placement-Sachen an der Kasse rumstehend. Hauen dir sowas als 2,50 Euro Dose hinterher. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt hier kostet, aber es ist auf jeden Fall ein Alge-Produkt. Und deswegen wahrscheinlich beliebter als alles andere.
Prost mal. Prost erstmal, ja. Ist nicht so ratsam, wenn man das auf X reinkippt, aber man kann ja mal probieren, wie es schmeckt. Finde ich leider geschmacklich jetzt nicht so. Ja, das ist der Wodka. Die haben einen schlechten Wodka hergenommen. Hannes ist übelster Wodka-Profi, professioneller Wodka-Mann. Deswegen, er kennt sich aus. Ich merke es halt, weil der brennt ganz schön da hinten drin im Rachen bei mir. Und da ist er nicht gut. Ich finde das halt, ja, dieses Brennen. Ich dachte, das ist so halt, weil es so extrem säuerlich ist, aber es wird vom Wodka sein, dieses Brennende. Ja, weil und es nicht der gute Wodka ist einfach. Im Vergleich zu dem normalen Alge ist das halt hier wieder so ein bisschen muffig, während das andere richtig frisch war. Ja, ja. Das frische, richtig. Der frische, super frische Limettengeschmack ist fort. Du hast jetzt einen muffigen Geschmack mit Wodka-Brand am Ende. Und obwohl es beides genau gleich lang im Gefrierschrank war, ja, ist das halt trotzdem nicht so kühl, weil durch den Wodka kühlt sich das nicht so gut ab. Jetzt nervt mich dieses blöde Schild, aber trotzdem. Muss ich das jetzt hier abmachen oder was? Oh Junge, jetzt reiße ich gleich hier die Brille auseinander. So, jetzt aber. Also, schmeckt mir persönlich leider nicht so gut. Da greife ich doch lieber zum normalen Alge und so als Wodka-Getränk irgendwas. Ich bin nicht so der Wodka-Freund, wer Wodka mag, der wird vielleicht sagen, ja, das schmeckt, aber mir hat es jetzt nicht so geschmeckt. Nee, ich muss alles sagen, es ist ein schlechter Wodka. Ist einfach ein schlechter Wodka und ich muss ja auch gleich ziehen. Das ist halt einfach das. Schlechter Wodka, Gemisch, also ein Gemisch mit einem schlechten Wodka ist nicht gut. Es riecht halt auch schon so richtig muffig. Du riechst da rein und du riechst den Wodka schon richtig raus. So richtig guter Wodka, der riecht bestimmt nach gar nichts und ist unantastbar, ist wie Verleitungswasser, den spürst du gar nicht. Das ist genauso wie mit einem Whisky. Ein guter Whisky, der geht runter, den kannst du so trinken, da brauchst du nichts dazu. Ein schlechter Whisky, da musst du halt wieder Wasser irgendwie mischen oder irgendwas, aber ein guter Wodka brennt halt einfach nicht. Oh, da kam es mir kurz hoch. Ja. Zum Glück drückt der Wind so gegen ein, dass es sich wieder zurückgedrückt hat. Selbst der Rebekorb fliegt hier rum gegen mich. Ey, es ist doch echt zum Mäusemelken. Alge. Da haben wir aber noch eins vor uns. Das ist das Alge to go. Powered by Knossi und FU. Spiced Rum Cola. In der braunen Dose. Die, wir können es noch mal zeigen, ist ja das gleiche Design, war halt eine grüne Dose, ne? Wodka Lime. Und jetzt habt ihr Rum Cola. Rum finde ich besser als Wodka, finde ich vom Geschmack her irgendwie angenehmer. Cola finde ich besser als Lime. Das heißt, plus mal plus, müsste jetzt eigentlich was Gutes ergeben. Ja, kommt auf an welcher Rum. Und das muss man jetzt sicher auch nicht reinschütten, das kann man jetzt wirklich genießen, weil es ja nur darum geht, wie das schmeckt. Und das heißt, ich kann jetzt 10 Tage lang an diesem einen Glas, an dieser einen Dose trinken. Nuckeln. Muss nicht hier irgendwie jetzt was beweisen. Und ja, bin mal gespannt. Weil das andere musste man ja leer machen, damit man jetzt das Braune überhaupt noch einfüllen kann. Ich schnüffel noch mal kurz. Ja, riecht nach Cola. Riecht nach Rum. Riecht nach Rum-Cola. Ich habe keine Ahnung, ich rieche eigentlich gar nichts. Und dann rieche ich doch was und dann kann ich es gar nicht mehr deuten. Und deswegen würde ich sagen, Prost, Hannes. Prost. Einfach mal probieren, den Ernesto. Also finde ich, lässt sich auf jeden Fall angenehmer trinken als der Wodka Lime. Das brennt auch nicht so sehr. Das greift nicht so an. Das ist. Ja. Schmeckt ein klein wenig holzig. Irgendwie. Ja, gut, aber der Rum wurde wahrscheinlich auch in irgendwelchen Eichenfässern dann wahrscheinlich. Eichenfässer, gereift. Ja.
Greift ihr auch immer in die Eichelfässer? Schreibt es mal in die Kommentare. Nee, aber... Wieso schützen du das jetzt immer rein? Dann liegst du beim Wrestling wieder auf dem Sofa und schläfst. Und ich muss alleine gucken, wie gestern bei Raw. Hast du überhaupt was mitgekriegt? Nee, gell? Nee, gar nichts mitbekommen, ja. Ich musste nur noch mit dem Chef tauschen und dann bin ich auch kurz eingeratzt. Weil Wrestling war dann schon aus. Ich wollte ins Schlafzimmer laufen und als ich wieder zu mir kam, war es schon 0:01 und ich habe gedacht, ich muss ja noch den Tausch machen. Wo bin ich jetzt? Also das war schon brutal gestern. Ja, definitiv. Ansonsten würde ich die Spice Rum Cola von Alge2Go wahrscheinlich sogar nochmal kaufen. Aber eine Captain Morgan Cola in der Dose, finde ich, da kommt nichts ran. Mark hat mir damals mal so ein 4-Pack Captain Morgan Cola geschenkt zum Geburtstag. Das war so genial. Hast du schon mal Captain Morgan Cola getrunken? Ja. In der Dose so. Ja. Schon fertig gemischt, mit Cola dabei. Captain Morgan, einfach richtig genial. Da kommt das leider nicht ran, da kann das leider nicht mithalten. Nee, auf keinen Fall. Aber ich finde es besser als eben Wodka Lime, weil ich aber einfach kein Wodka-Trinker bin. Wenn ihr das schon mal probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Alge2Go, Kesto hat es probiert. Seinen Test muss ich mir noch angucken, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Akku ist auch gleich tot, wir müssen heute noch ein Bier-Tasting machen mit 8 verschiedenen Biers. Ich habe keinen Bock. Hannes ist trinkerprobt, der freut sich total. Und ja, jetzt muss ich trotzdem gucken, dass ich vielleicht noch irgendwie dieses Glas austrinken kann mit. Ich will ja nicht ganz mit so Genuss, in der Ecke hängen. Mit Genuss. Genuss. Nee, aber es, immer noch. Es ist in Ordnung. Das andere ist nämlich das Problem, da habe ich das versucht runterzuschlucken und da kam direkt so ein Würgreiz, weil dieser Wodka, der ist immer so bissig, der greift so an. Den hast du hier nicht. Hier trinkst du einen Schluck und das ist trotzdem angenehm, im Abgang zumindest. Ne? Grüße an die Dame hinter uns. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt hier in meiner Welt bin, aber wir müssen ja professionell hier arbeiten, aber finde ich gut. Ne? Hier sind nämlich immer nette Menschen unterwegs. Hat auch noch keiner geschimpft oder so. Die Leute freuen sich, dass der Hannes da ist. Genau. Das ist. Was hat's gesagt? Es geht uns aber gut. Ja. Es geht uns aber gut. So, gut. Jawohl. Ich mal fragen sollen, ob es auch einen Schluck will oder was. Soll es Ihnen auch gut Kurt gehen, dann wollen Sie mal einen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dann fährt sie mit dem runter. Hätte ich den schwarzen Knoblauch mit runterholen sollen. Wollen Sie mal hier so eine Fruchtgummischnecke probieren? Oh, das ist aber süß. Was ist denn das? Fermentierter Knoblauch. Haben wir schon getestet heute. Oh ja. War gut. Okay, ich nehme alles zurück. Jetzt beim letzten Schluck Prinz. Kam auch wieder so ein kleiner Würgreiz und es ist so eine Schaumkrone nach oben sich. Jemand an direkt. Ich kann es nicht ändern. Es ist eine natürliche körperliche Reaktion. Das harte Zeug verdammt. Das ist, bei Bier habe ich das eigentlich nicht. Das habe ich bei ein oder zwei Sorten mal gehabt. Wenn ich da einen Schluck habe, ich gedacht, man hat sich irgendwie davor geekelt. Und weil man sich dann davor ekelt, kommt das so und dann. Also, bleib mal lieber beim normalen Alge. Und wenn ihr mal eine Rum-Cola wollt, dann gönnt euch halt die Captain Morgan oder so. Die ist cool, wenn es die überhaupt noch gibt. Da habe ich schon ewig nichts mehr von gehört. Ja, doch, bei uns, da beim Nahkauf oder beim Rewe damals, hat es noch gegeben. Da haben sie die noch in. So, Hannes, du darfst das Video jetzt beenden. Ja. Ja, dann. Ja. Ja. Wir machen erstmal hier unser. Hannes, du musst nur sagen, das war's von meiner Seite aus. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes. Wir sehen uns. MC Fiddy in the house. Yo! Ciao. Hey, voll Grossmann.